Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 Hof Bergmann am Montag mit dem Patti. Guten Morgen oder Mahlzeit. Irgendwie so in der Richtung, ne? Ja. So, wir sind wieder zurück nach einer Woche Pause, ne? Ne, warte mal, es war keine Woche. Nee, wir hatten Donnerstag. Ja, Donnerstag war es. Mittwochabend haben wir aufgenommen. Mittwochabend. Ja. So, es ist wieder einiges passiert. Es ist vieles, vieles neu. Da auch nochmal einen großen Dank an die ganzen Beteiligten. Ich werde mal ganz kurz hinhuschen bei der Sache, die ich weiß. Es dauert nur einen Moment, ich habe auf Escape gedrückt. Wir haben Precision Farming drauf. Ihr seht das vielleicht oben, Precision Farming ist dabei. Warum haben wir das dabei, Patti? Erklär mal. Moment, erstmal Kaffee. Oh, Kaffee. Also Precision Farming haben wir mit draufgenommen, um halt uns ein bisschen Arbeit zu erleichtern, was die ganze Dünge- und Kaltgeschichte ist. Haben wir ja das letzte Mal gesehen, dass wir das halt so nicht mehr schaffen. Deswegen habe ich mir gedacht, nehmen wir Precision Farming runter, mit drauf, damit wir nur noch einmal düngen müssen, unsere Felder, damit die optimale Ausbringmenge dann schon drauf ist. Okay. Ja, natürlich, ich könnte jetzt sagen, wie könnte es anders sein, aber das wäre frech, das will ich nicht. Wir haben Regale bekommen, zufälligerweise. Ich weiß nicht warum, aber... Wir haben Regale bekommen für Frontlader-Zubehör, für Teleskoplader-Zubehör und für Kompaktlader-Zubehör. Waren da wieder beide Michas beteiligt? Ich weiß es gar nicht. Nee, da war nur der Mod Micha beteiligt dran an der Sache. Okay. Oh. Und der Modding-Welt Micha hat, du kannst mal bei den mittelgroßen Traktoren gucken. Haben wir einen John Deere Pack drauf von 6M. Ich habe irgendwas zugemacht. An dem John Deere klebt zur Patti dran. Oh nein, den kaufen wir nicht. Wie? So, warte mal, lass mich mal gucken. John Deere Pack? Ein kleines, nur bei den mittelgroßen Traktoren. Achso, okay. 6M-Serie. Ah ja, 6M klein, 6M mittel und 6M groß. Genau. Und der große, der geht halt bis was über 200 PS. Oh, da steht Patti an der Seite und ihr habt ein Leibnizer Kennzeichen. Genau. Warum das denn? Also Leipzig, ihr bleibt nicht verstanden, Entschuldigung. Weil hier schon zu viele Fahrzeuge mit Innsbruck rumfahren. Warum das denn? Es kann nicht zu viele Fahrzeuge geben. Da musst du mal ein bisschen dazwischen hauen. Aber er hat ein dünkleres Grün bekommen, ne? Schon ja, der hat verschiedene Grüns. Der hat auch noch ein wunderschönes Türkis mit drauf. So würde ich ihn ganz gerne haben wollen. Ehrlich? Ja, ich mag Türkis total. Okay, ja, können wir machen, ne? Das heißt, kein Class Terra Tag mehr, oder was? In der Zukunft schon, aber... Ach so, okay. Ah, du willst vorne noch was. Ah, ja gut. Naja, halt mal ein bisschen aufstocken. Hm, verstehe ich. So, wir haben natürlich auch ganz viele Kommentare bekommen. Ich glaube, die meisten Kommentare waren wegen dem... Wie heißt das Zeug nochmal? Treber. Das war bei... du hast, glaube ich, ein Fahrzeug hingeschickt, ne? Malzwerk. Und auch da hat der liebe gute Micha, der Mod Micha, groß dran genagelt. Treber. Warte mal, ich muss mal gucken, wo ist denn dieses Malzwerk? Ich glaube, der 313er steht. Ah, da oben. Erfurter Malzwerk. Perfekt. So, warte mal. Guck mal, wo er es dran genagelt hat. Ich will es selber finden, nicht verraten. Ah, da ist ein Schild dran. Das ist nicht original. Treber. Allen vier Seiten, ne? Nee, allen zwei Seiten. Mich wundert ja, dass er keinen Leuchtpfeil drauf gemacht hat, den man über die ganze Map sieht. Bist du still, der macht das. Ich weiß. Okay, und ich glaube, zumindest war es so mal gesagt worden, aber wir werden das gerne rausfinden, dass wir hier kostenlos Treber abholen können. So pro Tag, so, ich glaube, ich habe gelesen, 20.000, 25.000 Liter. Ja, irgendwie sowas, ja. Irgendwie so in der Richtung, ne? So, ja. Warte mal, ich fahr jetzt hier mal rein. Also an der Stelle nochmal, ne? Dankeschön an alle Beteiligten, Dankeschön an den Micha natürlich für die Regale, da habe ich sehr, sehr, sehr viel Freude dran. Wir werden das auch mit dem Teleskoplader machen. Ah, 11.000 Liter sind da drin. Und die Regale dort einzubauen haben dem Micha geringfügig mehr graue Haare beschert. Ja, er wollte nämlich das Originale mit verbauen, was hier drauf ist, aber da ist irgendwie... kollisionsmäßig Probleme gemacht. Es sind irgendwie durchgefallen, die Geräte. Und deswegen hat man jetzt ein anderes genommen. Gibt ja mittlerweile, Gott sei Dank, muss man sagen, sehr viel Auswahl für den LS19.
Von daher, gut. Ja, läuft. Gut, das heißt, warte, wo stehen wir denn? Ich mache immer so am Anfang der Woche. Wir haben noch 80.000 Euro Kredit. Die könnte man die Woche vielleicht schaffen. Wenn wir mit der Mission durch sind, dann ja. Genau. Ich mache hier die Dinge-Mission auf der 22 fix fertig. Genau. Oh, wir haben noch die auf der Feld 12, ne? Die, was war das? Zuckerrüben, yo. Alter Falter. Das heißt jetzt aber natürlich auch, Patti, dass wir jetzt alle Felder einlesen müssen, ne? Das ist richtig, das ist ja richtig. Okay, gut. Kein Problem. Aber das Gerät, das können wir fix mieten, das ist ja nicht so, dass wir das jetzt unbedingt schon kaufen müssen. Weil das kostet nämlich nur 27.000 Euro oder sowas. Ja, aber wie gesagt, deswegen bin ich der Meinung, das können wir mieten. Das kostet Tausender oder sowas in der Miete fix. Und für die zwei Felder ist es schnell erledigt, so dass wir bei einer Miete bleiben. Okay, gut. Dann an der Stelle vielleicht nochmal ein kleiner Hinweis. Liebe Leute, wenn ihr das Projekt feiert und wenn ihr sagt, oh, ihr macht einen guten Job, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und natürlich auch gerne ein kostenloses Abo da, weil ich habe nämlich gesehen, dass die durchschnittliche Zuschauer- oder Anguckzeit irgendwie bei 8 Minuten ist. Und deswegen sage ich das jetzt immer davor. Also wie gesagt, wer das Ganze hier möchte und weiter verfolgen will und uns unterstützen will, gerne ein Däumchen lassen, gerne ein Abo da lassen. Es gibt über 40%, die nicht abonniert haben. Schämt euch. Ja. Genau. Das werde ich jetzt in jeder Folge sagen. Es tut nicht weh. Ich werde das jetzt so lange sagen, bis wir die 130.000 Abonnenten geknackt haben. du wolltest noch einen Traktor tauschen, hast du mir mal vor der Aufnahme gesagt. Ja, den 6M wollte ich tauschen, weil... Achso, du willst Johnny gegen Johnny tauschen. Genau, weil der Originale, der hat ja nun mal auch keinen Frontkraftheber. Wo ich sage, gehört an den Traktor mit dran. Mhm. Das. Zum Thema Teleskoplader nochmal, ne? Weil den haben wir. Das Thema nehmen wir jetzt schon länger mit. Ja. Da gab es ganz viele unterschiedliche Aussagen in den Kommentaren. Also viele haben gesagt, verkauft den großen, viele haben gesagt, verkauft den kleinen. Also wenn wir nach den Kommentaren gehen, dann haben wir gar keine Entscheidung. Ja, wie gesagt, ich bin der Meinung, den großen verkaufen und den kleinen behalten wegen dem Stall, weil der passt nämlich, glaube ich, besser rein als der große. Obwohl, wenn der Teleskoplader ist ja auch relativ niedrig. Der ist niedrig, das stimmt. Jetzt, wir können eines versuchen, Patti. Wir können es aber nur versuchen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Was wäre denn, wenn man sich den Teleskoplader kauft und dann guckt, passt er rein, passt er nicht rein und dann entscheidet? Das wäre eine Option. Das wäre halt eine teure Option, ich weiß, aber die wird sich halt dann wieder refinanzieren, weil du verkaufst ja halt dann einen Kramer etc. Von dem her ist es ja nicht so tragisch. So, ich habe Trewe aufgefüllt, mein Freund. Den Rest würde ich ins Lager packen. Können wir da, geht jetzt ins Lager rein? Ja, ne? Hoffentlich. Wir müssen mal testen. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Was wir auch noch in den Kommentaren gelesen haben, wir haben ein Big Bag Lager und zwar über die Schweine. Dass wir da das Hühnerfutter und so weiter einlagern können. Ach so, ja. Ich habe jetzt die Halle gegenüber genommen bei dieser Dieselproduktion dafür. Aber wenn wir da ein Lager für haben, können wir das gerne machen. Mhm. Also wie gesagt, wir lesen eure Kommentare. Nicht, dass ihr denkt, ich habe keine Kommentare mehr, die lesen sie eh nicht. Doch, wir lesen sie. Wir nehmen nur immer am Stück auf, weil es unterschiedliche Zeiten gibt, wann der Party arbeiten muss, wann ich arbeiten muss. Und deswegen, damit wir zwei immer so gut wie es geht da sind, müssen wir ein bisschen im Vorhinein aufnehmen. Also nehmt das bitte nicht böse, wenn wir nicht direkt auf Kommentare eingehen. Es geht leider nicht anders immer. So, ich habe Trewe eingelagert. Läuft. Da gucke ich jetzt nochmal bei den Schweinen. Ja, Trewe ist drin, Schweinefutter ist drin, Strohpellets müssen wir mal gucken, die bräuchten wir auch. Hülle, ja. Ja, Strohpellets nicht, aber Stroh. Ja, Strohpellets werden angezeigt, also von dem her. Alte Taste, jetzt habe ich meinen Düngerstreuer abgekoppelt. Feld 22 ist abgeschlossen. Ja. Ja. Lass mich mal kurz gucken. Wenn das am Hof so gut funktioniert, wie hier geschrieben wird, dann können wir da mal reinschauen. Da stehen schon wieder viel zu viele Fahrzeuge rum, ne? Das müsste das hier vorne sein. Warte mal, wie kann ich denn das aktivieren? Oh. Geht das?
Ich muss die Tür aufmachen gehen oben. Warte mal. Aber von der Performance her wäre es natürlich besser, wenn wir das über diese Option hier machen, weil... Wie kann ich denn hier dieses... Ah. Gut, Problem erledigt. Kann ich da alle Big Bags reinballern? Weizen, Kalk, ja. Mischration, Kompost, Dünger, Roggen, Pflanzenschutzmittel, Treber. Oh, man könnte Treber auch abpacken, sehe ich gerade, okay. Mhm. Mais, getrocknetes Getreide, Getreideschrot, Flüssigdünger. Oh Gott. Wir können sogar Beize reinpacken hier, ne? Mhm. Also wir können wirklich alles reinpacken. Okay, ja, dem Ganzen würde ich mich annehmen. Oder hast du jetzt eine wichtige Aufgabe für mich? Nee. Aber ich würde mich aber auf Feld 11 stürzen mit einer Mission Sonnenblumen und der Überschuss geht ab in unsere Mühle. Ja, ich würde nochmal die nächste Runde getrocknetes Getreide verkaufen. Ja. Weil dann sind wir ja unserem Teleskoplader wieder ein Stück näher, ne? Und dafür bin ich gerne bereit, viel zu arbeiten. Ja. Weil den muss ich haben. Das ist, also ich weiß nicht warum, aber ich bin wieder komplett auf Teleskoplader umgeschwenkt. Aber du wolltest ja den Merlot haben. Ja, den haben wir nicht draufgenommen jetzt, ne? Nee. Aber es kommt dann noch in der nächsten Aufnahmesession, ne? Oder wolltest du den jetzt in dieser schon holen? Ja. Das Problem ist halt, wir reden immer über sehr, sehr viel. Und, ne? You know. So, jetzt gucken wir mal, wie viel Geld dieses getrocknete Getreide gibt. Dann, wenn das verkauft ist. Und dann entscheiden wir, wann wir es raufnehmen. Im schlimmsten Fall, Patty, ne? Müssen wir da kurz selber kurz und mal kurz stoppen. Ja. ich würde mal den Annaburger zurückgeben, ne? Weil der ist ja nun hier schon ein paar Tage da und kostet nur Geld. Können wir gerne machen, wobei wir den auch irgendwann mal überlegen können zu kaufen, weil der ist, glaube ich... Wobei wir können auch die Tandem-Ausführung dann kaufen, ne? Ich glaube, wir hatten den Single gekauft. Genau, gemietet. Genau. Also von dem her können wir auch mal ruhig da ein bisschen investieren. Müssen wir sowieso, aber ich glaube, unsere Priorität ist ja aktuell, den Kredit zurückzuzahlen und den Teleskoplader zu holen. Zumindest meine Priorität. Und dann kommt alles andere. Ist richtig. Was sagt denn eigentlich unsere Dieselproduktion? Die läuft. Also ich bin gerade vorbeigefahren, da ist das ja angehört, dass wie es laufen würde. Wir haben 12.417 Liter Diesel drin. Dann haben wir nicht, du hast den Server doch ausgemacht, oder? Ja, der war aus, aber durch das Spulen. Wir haben doch einiges an Öl reingeschmissen. Ja, das wir stimmt. Haben nämlich 3.700 Liter Öl haben wir noch drin. Und wir hatten ja noch 12.000 Liter oben im bei der Mühle. Mhm. Deswegen. Ja, ist gut. Ist okay. Da liegt halt jetzt auch wieder Geld. Ja, es ist halt, also es ist wie immer auf der Hof Bergmann, wenn es mal langsam anfängt zu laufen, ne, dann kommt die Kohle eigentlich, man kann schon fast sagen, von alleine rein. Das ist wirklich krass. Brot müsste auch schon wieder gemacht werden hier. Oh nee, du. Ach, lass mich jetzt. Was ist das noch? Getreide getrocknet. Ist da noch was? Nee, das ist leer. Was ist das hier? Hühnerfutter, okay. Da habe ich auch einen netten Kommentar gelesen von einem Zuschauer, der sich da so ein bisschen, ich will nicht sagen, drüber aufgeregt hatte, dass man das in Säcke packen muss. In der Aussage war schon zu hören, dass er damit nicht ganz einverstanden ist, ne? Man bringt das lose Zeug wieder zurück, muss es in Big Bags abpacken und muss es dann mit dem Lift nach oben packen, nur dass man mehr Geld bekommt. Natürlich spielerisch, ja, macht es Sinn, mehr Arbeit, mehr Kohle. Realistisch gesehen, absoluter Humbug. Klar, ne? Aber gut, ist halt Hofbergmann, ne? So ist es. Wie sieht es eigentlich hier aus? 88% ist unsere Kompost gegärt. Ja. So, haben wir da jetzt noch Zeug drin? Muss ich nochmal gucken hier. Lala. Hier läuft nichts mehr, warum nicht? Oh, wir haben kein Weizen und nichts mehr drin, ne? Haben wir noch Weizen im Lager? Ich weiß es gar nicht. Bisschen. Lala. Was haben wir noch im Lager drin? Ja. Ah, das war der Anhänger für die Rübenschüssel, glaube ich, ne? 16.000 Liter haben wir noch drin. 16.000 Liter? Ja. Warte mal, ich habe doch hier einen Anhänger stehen. Ich mache das doch gleich mit dem hier.
Mein Gott, liegen hier viele Teiglinge. Oder haben wir noch einen Plan für den Weizen? Ich glaube, wir haben Hühnerfutter gemacht. Wir haben ein bisschen was in die Saatgutproduktion reingehauen. Ja. Von dem her? Müsste es eigentlich funktionieren. Gut, meine Damen und Herren, für heute sind wir erstmal fertig. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben. Da wir sehen uns, wenn ihr wollt, morgen wieder zu einer weiteren Folge hier auf der Hof Bergmann. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao. Tschüss.